Es hat sich im letzten halben Jahr extrem viel verändert und der größte Punkt dieser Veränderung ist, wir sind ein Team. Wir sind jetzt insgesamt 6 DJs, der 7. wird bald kommen. Ich habe den Pio schon öfters verlinkt. Björn ist einer der ersten, die vor 3 Jahren dazugekommen sind. Neu dabei ist Shinya, neu dabei ist Elias. Sebastian Wurzer, Saxophonist aus meiner Band, legt nun auch auf. Es ist wirklich extrem spannend und jeder hat so seine eigenen Stärken, die er in das Ganze reinbringt. Und deshalb muss dieser YouTube-Kanal wieder mehr befeuert werden, weil wir einfach so viel ziemlich coolen Content haben, den wir euch unbedingt zeigen müssen. Liebe DJs, ihr wart das Treueste hier auf YouTube und deshalb kommt auch ganz viel für euch. Wir werden wieder viele Mixing-Tutorials machen, wir werden Mixtapes posten, wir werden über Effekte auf dem Mischpult sprechen, wir werden über Musik und Energie sprechen und was mir ein großes Herzensthema ist, ist Marketing und Business und da haben wir auch schon einige Anfragen von anderen DJs, ob wir für sie Website machen können, ob wir für sie was image-technisch machen können. Und gerade da werden wir einiges hier auf diesen Channel posten. Technik! Was auch gewachsen ist, ist unser Techniklager. Wir haben ganz viele neue Effekte, wir haben neue Anlagen, wir haben neue Anlagen im teuren Bereich, wir haben günstige Einsteigersachen, die werden wir hier alle ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, beziehungsweise unsere Erfahrungen damit preisgeben. Und was auch sich verändert hat, ist, ihr seht es hinter mir, das Studio hat sich verlegt. Und das ist auch ein Punkt, was hier passieren wird. Vorne wird ein Büro reinkommen, da seid ihr dabei, wie wir dieses Büro aufbauen. Das Lager wird sich ins Studio verlegen, da seid ihr auch dabei, wenn wir alles umräumen, werden euch alles zeigen. Dann ein großer Switch, eigentlich auch der Grund, warum es keine Tutorials mehr gegeben hat Anfang des Jahres. Ich hab von Serato auf Recordbox gewechselt. Warum ich dies gemacht habe und dass hinter dem eigentlich nur ein Unfall steht, wird auch ein großes Video kommen. Also wirklich einiges für euch DJs, was hier interessant werden wird. Ladies and Gentlemen. Nächste Woche ist Launch der Homepage und wir freuen uns alle extrem, dass es wieder vorangeht, dass wir hier wieder posten können, dass es neue Videos gibt und jetzt seid ihr gefragt, was können wir für euch tun, welche Videos wollt ihr von uns sehen? Schreibt es in die Kommentare, gebt uns ein Abo und macht die Glocke an. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.